der stilvollste Carthago Schick C-Line Mercedes Sprinter i 5,9 XL LE. Das, meine Freunde, ist der neue Carthago Schick C-Line. Und da schauen wir doch gleich mal in die Heckgarage rein, denn die ist beachtlich. Die hat eine Innenraumhöhe von sage und schreibe 1,20 Meter. Also hier bekommt man auf jeden Fall einen Roller schön entspannt mit rein oder zwei E-Bikes, was natürlich super ist, auch mit einer Außendusche. Sprich, ihr könnt euer E-Bike nach der Tour noch vernünftig sauber machen. Und was wirklich gigantisch ist, ist diese Länge. Und zwar hat der Wagen eine Länge von 8,53 Meter. Das Heck wunderschön, natürlich alles auf Mercedes-Benz mit einem Alco-Tiefrahmen-Chassis. Die Basismotorisierung liegt bei 150 PS, optional gibt es sie natürlich auch mit 170 PS. Ich würde sagen, wir schauen ihn auch gleich mal von innen an. Was natürlich extrem auffällt, ist dieses hammergeile Carthago-Design. Ich persönlich liebe es, wenn es so ein helles Dekor ist, wenn es einfach so freundlich ist. Es gibt im Ganzen einfach ein viel, viel schöneres Raumgefühl. Auch natürlich hier das Design von Mercedes darf nicht fehlen. Absolut top. Wir sehen hier auch schon das Hubbett. Machen wir mal schnell runter. Natürlich auch mit einem Fenster. Und wirklich schön verarbeitet. Also hier fehlt sich wirklich gar nichts. Nichts. Also eine Gesamtlänge hier vom Bett von 1,95 Meter sowie eine Gesamtbreite von 1,60 Meter. Machen wir die Vorhänge noch zu. Ihr habt hier ein super tolles Bett. Also ich denke, hier kann man richtig, richtig gut schlafen. Jetzt ist der Vorhang wieder rausgefallen. Ich stecke ihn wieder oben rein. Wollen wir es mal so dabei belassen. Noch ein paar Daten zum Fahrzeug. Wie gesagt, die Gesamtlänge beträgt 8,53 Meter. Die Gesamtbreite liegt bei 2,27 Meter. Und die Gesamthöhe von dem Fahrzeug liegt bei 2,94 Meter. Sprich, das Ganze unter 3 Meter kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt zeige ich euch noch den Fernseher, der versteckt sich hier drunter. Da sprechen wir von einem 40 Zoll Fernseher. Auch hier die Klappen absolut schön verarbeitet. Und man hat wirklich reichlich Platz. Auch hier mit einem Push-System. Top. Man kriegt hier auch noch einiges mit unter. Das darf man nicht vergessen. Auf der Beifahrerseite die Armlehne. Auch hier ein riesen Ablagefach. Also was man hier während der Fahrt alles mitnehmen kann. Gigantisch. Und die Verarbeitung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn euch mal anzusehen. Geht's mal rein. Die Haptik, gigantisch, wirklich schön. Also Carthago, muss ich sagen, gefällt mir da schon richtig, richtig gut. Auch hier wieder, also am Platz scheitert es hier definitiv nicht. Die Aufbautür extra breit, wunderbar mit einem Fenster. Ich finde die Aufbautür, allein die Aufbautür, so eine schöne Breite zu haben. Machen wir hier oben noch. Das sind die Bedienpaneele. Ein Bedienpanel fehlt. Keine Ahnung, wo es ist. Aber so alles schön verstaut. Schön aufgeräumt. Kleiner Spiegel mit dabei. Die Lichtschalter. Also Carthago macht da schon tolle Sachen, würde ich behaupten. Schauen wir uns auch gleich mal die Küche an. Weil das ist mal eine Küche, kann sie sehen lassen. Hier kriegt es auf jeden Fall sämtliche Küchenutensilien mit unter. Wahnsinn. Also mit der Küche machst du da nichts falsch. Also das ist mal Reisen mit Stil. Auch hier
Wunderbar, kriegst du deine ganzen Gläser, deine Champagnergläser schön verstaut. Eine kleine Kaffeemaschine von Krups, die Tassimo ist mit dabei. Ja, ihr kennt es eh. Kapsel rein, aufs Knöpfchen drücken und rauslaufen lassen. Ah, die Verarbeitung der Küche, hier das Waschbecken. Schön. Ja, doch, gefällt mir. Du kannst natürlich auch hier umdrehen, dann hast du noch ein Schneidebrett dabei. Ja, das haben ja die meisten Fahrzeuge. Auch hier schön aufgeteilt, zweigeteilt, drei Flammen, Gasherd. Machen wir mal die Schublade auf, die klemmt. Nee, hier auf der anderen Seite war es nicht ganz zu. Also das ist tatsächlich eine Millimeterarbeit. Jetzt geht auch das Fach auf. Nicht ganz. Machen wir es nochmal zu. Erst das andere komplett verschließen. Machen wir mal richtig zu, weil sonst geht es gar nicht auf. Und hier der Auszug. Wahnsinn. Also hier kriegst du Töpfe rein. Noch und nöcher. Wahrscheinlich mehr, wie man daheim hat. Auch hier. Ja. Ich denke, dass die auch alle bis 15 Kilo belastbar sind. Darunter ist nochmal ein. Ja, auch ein recht großzügiges Fach. Bin wirklich überrascht, wie viel Platz man hier unter einer Küche hat. Hier befindet sich dann natürlich der Besteckkasten. Auch gut zu sehen, der Gasblock. Also selbst in der Küche habt ihr Platz ohne Ende. Wahrscheinlich kann man es eh nicht alles nutzen. Ich finde es Wahnsinn. Direkt gegenüber natürlich der Kühlschrank von Dometic. 29 Liter Fassungsvolumen im Gefrierfach. Und der Kühlschrank selbst hat ein Fassungsvolumen von 153 Liter. Das Ganze ist ein Absorber-Kühlschrank. Wie gesagt, von Dometic. Ich schaue mal, dass ich näher rankomme. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen. Ansonsten, wie gesagt, Absorber-Kühlschrank mit 153 Liter Fassungsvolumen beim Kühlschrank und 29 beim Gefrierfach. Auch hier nochmal ein Backofen mit dabei. Also hier kannst du deine Tiefkühlpizza noch reinschieben. Daneben befindet sich jetzt Apothekerauszug. Also hier hast du noch Platz für deine ganzen Gewürze, für deine Teesorten, was halt immer so mit dabei habt. Also da, dieses Reisen auf ganz hohem Niveau. Das muss man schon sagen. Richtig, richtig schick. Machst dann noch hier die Schiebetür zu und du hast einen komplett abgetrennten Raum. Okay, hier ist das Loch für die Mäuse, dass die auch nochmal durchlaufen können. Auch hier drunter ein Riesenfach. Also entweder nimmst du hier deine ganzen Schuhe mit oder deine ganzen Glasflaschen, die du hier wunderbar verstauen kannst. Wir machen wieder auf. Schön. Also mir gefällt die Küche. Und jetzt kommen wir ins Bad. Also das ist mal ein Bad. Ja, was soll ich euch sagen? Schaut es euch an, das ist ja gigantisch. Richtig, richtig schön. Im Übrigen habt ihr hier eine Stehhöhe von sage und schreibe 1,98 Meter. Also duschen kannst du hier wirklich entspannt. Machen wir auch noch auf. Ja. Auch hier kriegst du deine Parfümflaschen mit unter, deine Zahnbürste. Auf der anderen Seite. Genauso groß. Also hier bist du wirklich gut aufgehoben. 230 Volt Steckdose für einen Föhn, Rasierapparat, die Lichtschalter. Wahnsinn, richtig schönes, tolles Waschbecken. Also hier kannst du schon mal deine Reisen starten, damit würde ich behaupten. Auch nochmal ein richtig großes Schubladenfach. Darunter auch nochmal ein riesen Schubladenfach.
Also Fächer noch und nöcher. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr kostenlos den Kanal abonniert, die Glocke aktivieren, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Jetzt schauen wir uns noch die Toilette an. Auch hier eine alte Heizung drin. Wahnsinn. Von Tedford die Kassettentoilette. Jetzt haben wir es mal gesehen. Machen wir auch zu. Die wichtigsten Daten blende ich euch jetzt noch mit ein. Wem das Ganze zu schnell geht, kann natürlich gerne auf Pause machen. Wir machen auch hier mit dem Kleiderschrank gleich weiter. Wunderbar, zwei große Kleiderstangen, wo ihr noch einiges mit einhängen könnt. Ja, ihr habt es leider richtig gelesen. Der Preis von 192.000 Euro, der stimmt schon, der ist korrekt. Bei dem ausgestellten Fahrzeug, so wie es jetzt hier zu sehen ist. Auch hier drüben nochmal Kleiderstangen ohne Ende. Also am Platz mangelt es hier auf jeden Fall nicht. Hier kannst du wirklich entspannt zu 4 zu 5 reisen. Schieben wir das noch ein bisschen vor. Das ist dann die Betterweiterung. Einfach hier rausziehen. Dann habt ihr die Auflegefläche, die könnt ihr hier erweitern. Braucht man jetzt nicht. Wir schieben es wieder zurück. Aber auch das Bettmaß kann sich wirklich sehen lassen. Ihr habt hier nochmal die unter den Trittstufen natürlich weitere Fächer. Als Bettmaß, wie gesagt, hat eine Länge von 2 Meter sowie eine Breite von 85 cm. Bei den Einzelflächen, wenn sie die Erweiterung dran macht, habt ihr 2 Meter auf 2 Meter. Auch hier schauen wir uns die Klappen nochmal an. Also Staufächer hat man hier im Karthago mehr als genug. So viel kann man gar nicht mitnehmen. Ist wirklich gigantisch. Also das muss man schon sagen. Es klemmt, ne, geht auf. Ihr seht es selber. Und wunderbar. USB, Lichtschalter, Steckdose. Auf beiden Seiten ein Fenster. Hier klemmt die Entriegelung. Hier geht's. Auf der rechten Seite geht es zumindest. Die linke wird genauso aussehen. Ja. Das war es auf jeden Fall hier von dem Karthago i5,9 XL LE auf Mercedes-Benz Sprinter. Ich sage danke fürs Zuschauen, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Abonniert gerne kostenlos den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht schon beim nächsten Karthago. Macht's gut, ciao, euer Dominik.